dementsprechend groß. Speziell bei Sven Sprangler. Der wird dieses Spiel wohl nicht so schnell vergessen. Warum, sehen wir gleich. Der WRC mit derselben Startelf wie in der Vorwoche gegen Sturm. Als auch wieder mit dem gefährlichen Sturmduo Wiesinger und Jovelic. Siebente Minute. Zwette, den muss er halten, aber erste abgeschlossene, gute Offensivaktion des WRC durch Dejan Jovelic. Die Hartberger mit Marc-André Schmerböck in der Startformation, also mit dem Ex-Wolfsberger. Hier sehen wir Sascha Horvath, das war ein schöner Pass und Schmerböck. Kleiner technischer Fehler bei der Ballmitnahme, ansonsten hätte das eine große Chance werden können, aber er zeigt zum ersten Mal in diesem Spiel auf. Und dann gleich zum zweiten Mal. Reiko Repp macht er schön, verzögert. Wäre dann abseits gewesen, hätte er früher gespielt. Da kommt Ertl Thaler. Der Stangelpass kommt, auch Schmerbeck kommt, aber nicht das Tor. Die 35. beste Möglichkeit bisher in einer ansonsten eher schwachen und unspektakulären ersten Hälfte. Die aber dennoch einige Chancen zu bieten hat, weil Hartberg offensiv durchaus Präsenz zeigt. Reiko Repp, kein optimaler Winkel mehr für ihn. Weil hier dieser Kontakt nicht perfekt war. Was ist los beim WRC? Wenig in der Offensivabteilung. Auch von Michi Lindl kommt wenig. Sein 250. Bundesligaspiel. Aber das war dann richtig gefährlich. Und was für eine super Abwehr war das von René Svete. Ich denke, da war noch ein Hartberger Scheitel dran und eine tolle Parade. Pausenstand aber 0:0. Und das kann man verraten. Die zweite Hälfte sollte um einiges interessanter verlaufen, weil der WRC jetzt Druck macht. Mehr Tempo geht zu Beginn der zweiten Hälfte. Taferne wird freigespielt von Wiesinger und dann hat er wohl vielleicht mehrere Ideen im Kopf, wartet zu lange. Wackelig im Abseits hier beim Pass von Wiesinger. Chance lief aber weiter und Svete mit einer weiteren guten Aktion. Dann die 54. Freistoß für den WRC. Wieder natürlich Michi Lindl. Und da ist Wiesinger, der sich hier schön durchsetzt. Große Möglichkeit für ihn. Weiter keine Tore. Eine Stunde gespielt. Jetzt die beste Phase des WRC. Und was für eine Chance für Michi Lindl. In der Vorwoche noch mit einem Elfmeter an 7 Handel gescheitert. In dieser Szene scheitert Lindl eigentlich nur an sich selbst. Und aufgepasst auf die nächste Aktion. Was für eine Szene, die 62. Wieder Chance für Taferna. Und da kommt Sprangler, Hechkofer an die Querlatte. Und dann der eingewechselte Röcher, der Sprangler zur Belohnung noch auf den Allerwertesten schießt. Svete zunächst und Sprangler in seinem 75. Bundesligaspiel. War er selten so nah dran wie hier an seinem ersten Bundesligator. Es soll einfach weiter nicht sein. Und dann, Sie sehen es hier, wird auch noch abgeschossen vom eigenen Spieler. 20 Minuten noch zu spielen und die Hartberger erinnern sich an ihre guten Offensivaktionen. Der ersten Hälfte, da ist Horvath, der schlecht abschließt, aber vorher wirklich schön sich tänzelnd da durchsetzt, mal seine ganze Klasse zeigt. Dieser Wackler, tolle Aktion, aber dann, wie so oft bei Spielern, die nicht so viele Tore machen, zu wenig Ruhe beim Abschluss. Die 71. Auch der WRC wieder mit einer Möglichkeit. Auch hier ein schöner Tanz mit dem Ball. Ja, wenn Taferner vor dem Tor noch ein bisschen cooler bleibt und wird, mehr Cleverness zeigt, dann ist er wirklich reif für den absoluten Topspieler in dieser Liga. Wir sind in der Nachspielzeit. Fehler von Lochoschwili. Repp kann diese Partie entscheiden. Repp. Er wartet und wartet. Er vertändelt und Lochoschwili macht das mit einem super Sprint noch wieder gut, seinen Fehler. Damit hat Repp wohl nicht gerechnet, dass Lochoschwili noch mal reinkommt in diesen Zweikampf. Und so geht eine turbulente, unterhaltsame zweite Hälfte. Allerdings auch ohne Tor zu Ende. Eine Nullnummer also für den WRC. Erneut enttäuschend in dieser Saison daheim. Es will nicht laufen, nur ein Sieg aus 7 Spielen. Hartberg wird mit diesem Punkt wohl ein bisschen besser leben können. Die Interviews zu diesem spannenden